Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch so einen süßen kleinen Stadthopper machen. Größe und Höhe des Beutels bestimmt ihr selber oder besser gesagt der Tasche. Wir haben hier so wunderschöne kleine Lederträgerchen dran. Tragen sich ganz toll, es schneidet nichts ein und die machen einfach nur Spaß. Und dann haben wir unser kleines süßes Täschchen. Wird mit zwei Farben gearbeitet. Ich habe es im Doppelfaden gemacht, das heißt mit zwei Baumwollknäueln gleichzeitig. Und ich habe pro Farbe immer ein Set gebraucht, das heißt zwei Knäuel. Das kommt aber natürlich darauf an, wie breit und wie hoch wollt ihr euer Täschchen haben. Bei mir soll das so ein kleiner Stadthopper werden und genau das ist es auch geworden. Gearbeitet wird das Ganze mit der 5,5er Nadel, einfach weil wir ja mit Doppelfaden arbeiten, dass wir dann da vernünftig durchkommen. So, ihr schnappt euch zwei Baumwollfarben, sucht euch die Farben aus, die euch persönlich am besten gefallen und dann rein mit euch ins Video und ran an diesen wunderschönen kleinen Stadthopper. Für diesen wunderbaren Beutel verwende ich einmal dieses, oder besser gesagt zweimal dieses wunderschöne Creme, weil ich arbeite den im Doppelfaden. Ich mache heute mal den faulen Häkler-Move in Tütelchen. Wir haben hier 50 Gramm auf 115 Meter und es ist von Gründel die Cotton Fun, eine reine Baumwolle. Ausgelegt für die Nadelstärke 3 bis 4, aber weil ich mit Doppelfaden arbeite, mache ich das mit der 5,5. Und als zweite Farbe habe ich mir dieses wunderbare Lila ausgesucht. Das ist die Farbe 21 und hier das ist die Farbe 2. Und ja, ich habe die einfach beide ganz frech auf den Wollabwickler drauf gemacht. Da habe ich schon mal eine Farbe unter Dach und Fach. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das denke. So, wir beginnen unser Beutelchen mit einer Anfangsschlaufe und häkeln jetzt so viele Luftmaschen, wie unser Beutel breit sein soll. Teilbar durch zwei. So, ich habe jetzt in meinem Fall 44 Luftmaschen angeschlagen und bin jetzt bei der Luftmaschenkette bei 34 cm ganz sanft gerade gezogen. Ich finde, das ist eine schöne Breite. So, wir machen noch eine Luftmasche extra. Jetzt gehen wir in die zweite Luftmasche rein. So, das war unsere Luftmasche extra. Jetzt gehen wir in die zweite Luftmasche rein. Und setzen da rein eine feste Masche. In die nächste Luftmasche auch eine feste Masche. In die dritte auch. So, und das machen wir jetzt die gesamte Runde oder die gesamte Reihe. So, in die letzte Masche häkeln wir insgesamt drei feste Maschen rein. Eins, zwei und die drei. Wir wenden das Ganze. Das heißt, wir wenden das. Wir haben es ja jetzt so behäkelt. Hier kommen ja unsere festen Maschen lang. Jetzt drehen wir das Ganze auf den Kopf, so dass wir hier oben jetzt unsere Luftmaschenkette haben. Und wir stechen jetzt im Prinzip in unsere Einstichstelle von eben nochmal ein. Das heißt, hier ist die feste Masche und genau da gehen wir jetzt auch nochmal mit der Nadel rein. Dabei können wir unseren Anfangsfaden schön mit drauflegen und häkeln den gleich mit ein. Da. Hier ist die feste Masche von eben und in die gleiche Einstichstelle gehen wir jetzt noch einmal rein und setzen eine feste Masche. Zählt dabei mit, dass euch jetzt keine Masche verloren geht.
So, am Ende der Reihe angekommen, haben wir jetzt hier auch nochmal eine Masche reingesetzt. Und damit wir jetzt hier schön um diese Kurve kommen, häkeln wir genau in dieselbe Masche noch eine feste Masche. Und schon sind wir um die Kurve und das Ganze ist geschlossen. So sieht es jetzt aus. Wir haben jetzt hier so ein richtig schönes kleines Fischgrätenmuster. So, und jetzt nehmen wir unsere zweite Farbe dazu. Wir gehen in die nächste Masche rein. Nehmen da unsere neue Farbe auf. Ziehen die durch und häkeln uns eine feste Masche. Eine Luftmasche. Wir lassen die nächste Masche aus und gehen in die dritte hinein und häkeln da rein eine feste Masche. Luftmasche. Diese auslassen, in die nächste hinein und eine feste Masche. Luftmasche. Diese auslassen, in die nächste hinein, eine feste Masche. Und so machen wir das jetzt hier einmal komplett drumherum. So, kurz vor Ende der Runde, wir machen wieder eine Luftmasche und schließen das Ganze mit einer Kettmasche hiervon. Also wir haben jetzt hier noch so viele Fäden. Und wir gehen jetzt hier vorne in unsere Masche rein und setzen da unsere Kettmasche. So, Runde ist geschlossen. Wir holen uns den lila Faden, machen mit dem eine Luftmasche. Wir übergehen jetzt mit der Luftmasche die erste Masche hier. Und gehen jetzt mit unserer Nadel hier in diese Lücke hinein und setzen da rein eine feste Masche. Eine Luftmasche, damit überspringen wir die nächste feste Masche der Vorrunde und wir gehen in diese Lücke hinein und häkeln eine feste Masche. Und so arbeiten wir uns jetzt einmal durch die gesamte Runde. Das heißt immer eine Luftmasche und in die Lücke der Vorrunde, das heißt da, wo die Luftmasche der Vorreihe war, kommt unsere feste Masche. Ja, und so, meine Lieben, häkeln wir uns komplett einmal nach oben, bis unser Beutelchen die Länge hat, die wir haben möchten. So, wenn wir dann die richtige Höhe erreicht haben, schneiden wir die ganzen Fäden einmal ab. Schön lang, dass wir sie auch noch vernähen können. Mir reicht das jetzt so, ich wollte so einen kleinen City-Hopper haben. Ihr nehmt euch bitte die Taschenhöhe, die ihr gern haben wollt. Und jetzt verstechen wir die Fäden. Wie ihr seht, ich habe mit Lila begonnen und ich habe auch mit Lila geendet. Und jetzt werden hier schön gemütlich die Fäden verstochen. Ruhig auch mit einem Knötchen nochmal gesichert. Also hier das Außen ist bei mir zum Schluss später die Innenseite. Deswegen kann ich hier auch alles verstechen und machen. Hier fällt es dann hinterher nicht mehr auf. Die Tasche wird dann nochmal gewendet. So, das Weiß hier vernähe ich dann ohne euch. Jetzt schauen wir uns das Ganze schon mal schnell an. So, und hier hätten wir dann auch schon unser hübsches Täschchen. Also mir gefällt so der Farbverlauf echt toll. Das ist jetzt so original von der Nadel. Also die Wolle entspannt sich dann später nochmal und dehnt sich auch noch, aber nur noch ein ganz, ganz kleines bisschen. So, jetzt brauchen wir aber auch noch Trägerchen, weil so wollen wir das natürlich nicht benutzen. So, jetzt platzieren wir unseren Träger schon einmal vor. Das heißt, wir überlegen uns jetzt, wo ungefähr wollen wir den sitzen haben? Wo gefällt er uns ganz gut? Ich würde sagen, ich setze ihn mir hier so hin. Da gefällt er mir eigentlich ganz gut. Gehe mit der Nadel durch das erste Loch durch, um den Faden zu fixieren. Hier dahinter hatte ich ein kleines Knötchen gesetzt. Und jetzt nähe ich das Trägerchen einfach fest.
Die vorgestanzten Löcher, die wir hier bei dem Träger haben, die müssen wir ein bisschen suchen mit der Nadel. Aber das ist überhaupt kein Problem. Man braucht nur ein bisschen Geduld. Wer möchte, kann natürlich auch das Trägerchen häkeln, das ist überhaupt kein Problem. Aber mir gefallen diese Lederträgerchen oder diese Kunstlederträgerchen eigentlich ganz gut, weil sie schneiden nicht ein, auch wenn mal die Shoppingtour ein bisschen länger dauert und das Beutelchen ein bisschen schwerer wird oder die Tasche. So, und so machen wir das auf der Seite und natürlich auch auf der Seite und auch gegenüberliegend. So, ich nähe das Ganze jetzt mal an und dann schauen wir uns gleich die Tasche nochmal an, wenn alles vernäht ist. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und das Muster macht euch ein bisschen Spaß. Zählt bitte regelmäßig mit, dass hier nichts in die Breite geht oder nichts schrumpft. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei gewesen seid. Ein Video und Däumchen nach oben, da würde ich mich mega drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video.